Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Outer Worlds. Im letzten Part haben wir hier in Edgewater aufgehört und sind momentan dabei, die Stadt ein bisschen zu erkunden. Schnacken uns hier so durch die Gegend, das... Oh, ist nicht gut. Sonst bist du gleich ausgewiesen oder direkt hier in die... Oh, das sieht nach Bullerei aus. Das Constable, oh, hier ist der Constable. Hör mal rein, da doch. Ups. Constable, oh... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es eine Dame ist. Ja, richtig fortschrittlich hier. Hier dürfen auch Frauen mal ordentliche Position bekleiden. Guten Tag, Gentleman Rice. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Ja, wie geil. Auf jeden Fall hat Captain Jane wie uns ja schon gezeigt, dass das durchaus möglich ist. So, wenn ihr Hilfe bei eurem Plündererproblem braucht, könnt ihr mich anheuern. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Jo, das kriegen wir wohl hin. Sagt dir der Name Finars... Wells etwas? Pineas Wells etwas? His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Er ist ein Wissenschaftler. Wir kennen einander. Ja, genau deshalb frage ich. Anscheinend gibt es ein Kopfgeld für ihn. You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Phineas V. Wells. Okay, das ist der Typ, der uns befreit hat übrigens. Nur, dass ihr es nochmal wisst, ne? Wenn der Vorstand bezahlt, nehme ich mich des Kopfgelds gerne an. Schon gut. Gut, also wir wollen unseren Professor, der uns da befreit hat, natürlich jetzt nicht irgendwie ans Messer liefern. Ich fand ihn ja ganz nett bis jetzt. Ein bisschen verrückt, oh, hat ein bisschen was von Rick. Wir sollten hier auch nicht einfach irgendwelche Zellen öffnen. Das wird ihr wahrscheinlich nicht gefallen. Nee, gehen wir mal weiter. So, was haben wir denn noch? Oh Gott, das klingt ja fürchterlich. Hier geht's nicht rein. Das, oh, dieses Fenster könnte auch mal wieder gewaschen werden. Er sieht ein bisschen schmutzig aus. So, naja. Wo geht's hier hin? So, ein paar Pilze hier auf dem Boden. Hm, Müllcontainer. Trash. Kann man nicht öffnen. Okay. Edgewater. Er ist schon cool. So, hier kommen wir nicht rein. Da, Maintenance Division. Wen haben wir denn hier? Vielleicht kriegen wir hier unsere Batterie. Werkbank entdeckt. Werkbank benutzen. Ach, guck mal. Tüfteln, reparieren. Fehlt uns aber noch lauter Zeug zu, ne? Also wir sind noch nicht so weit, Dinge zu reparieren. So, was ist denn hier los? Hier ist ein Computer-PC. Terminal benutzen. Wenn einem das Leben in die Suppe spuckt, dann betrachte es als kostenlose Kostprobe von Space's Choice. Edgewater... Saltuna Konservenfabrik, eine Anlage von Space's Choice, Protokoll der Wartungsabteilung. Willkommen, Holcomb P. Aktuell sind 3 offene Problemtickets vorhanden. Eine Option zum Fortfahren auswählen. Problemticket 65565. Erstellt von Thompson R. Zusammenfassung, Fehler beim Starten des AG Landers, Seriennummer irgendwas, irgendwas, irgendwas. Status offen, Prioritäten Mittel. Schritte zur Produktion. Reproduktion. Motor einschalten, erneut versuchen, den Lader treten, über verletzte Zehen fluchen. Ich muss mindestens 8 Schritte angeben. Erneut versuchen. Die Maschine gibt ein ratterndes Geräusch von sich. Wartungshinweis, verfluchte Clancy, ich habe dich doch erst vor 2 Wochen wieder auf deine Beine gebracht. Nicht, dass du Beine hättest, aber du weißt schon, was ich meine. Klingt, als wäre die Achse des Stators wieder einmal verschoben. Werde sie sauber machen und neu ausrichten. Clancys Gedärme haben sich verheddert und wurden alle rausgezogen. Wahrscheinlich, weil jemand immer wieder versucht hat, ihn neu zu starten. Ich muss all die Wicklungen in Nummer 4 wieder aufspulen. Okay, der Stator funktioniert, aber irgendwas anderes stimmt nicht. Ich muss warten, bis Ruhe einkehrt und ihn dann hochfahren, um mir das mal anzuhören. Problemticket 65587, Priorität. Problemticket, okay, erstellt von Thompson R. Zusammenfassung, Ausfall der Hauptproduktionsstraße der Konservenfabrik während Erhitzungsphase. Ist noch offen. Schritte zur Reproduktion. Starte der Produktionsstraße gemäß Zeitplan. Beobachte der
Dosenverarbeitung. Erst Charge zur Erhitzungsphase folgen. Eine oder mehrere laute Plop-Geräusche. Rauch, Geruch nach verbranntem Saltuna. Vernehmbarer Überhitzungsalarm auf Monitor 6. Flammen aus der Abluftöffnung. Automatisches Abschalten. Wartungshinweise. Aller Wahrscheinlichkeit nach leidet Bess an Verdauungsschwierigkeiten, da sie gezwungen wurde, etwas zu essen, wofür sie nicht gebaut ist. Mal wieder. Ich schaue es mir jetzt an. Und dann haben wir noch ein Problemticket 65588. Eine Anlage von Spaces Choice. Dieses Problem besteht seit 0 Tagen. Zusammenfassung: verfluchte Robotereinheiten. Okay, Priorität niedrig. Priorität wurde automatisch durch die von Thompson R auf Exekutivebene festgelegte Administrationsregel auf niedrig zurückgesetzt. Grund: Problemticket wurde von Miller L erstellt. Schritte zur Reproduktion. Nach Norden blicken. Ich habe gesagt, nach Norden blicken, du verfluchter Nutzer-Übersetzer. In der Nähe des Schrotthaufens. Könnte nordöstlich der Stadt sein, schätze ich. Robotereinheit beobachten. Shepard irgendwie bedrohlich. Siehst du sie? Genau, da ist sie. Wartungshinweise. Noch keine Hinweise für dieses Ticket vorhanden. Okay, irgendwie in Richtung Norden gibt es wohl Roboter. Müssen wir mal vielleicht mal gucken, ob wir da was finden können. Versuchen wir uns das zu merken. Überbrückungskontakt. Oh, ist auch kein Stehlen. Dann können wir das auch mitnehmen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das brauchen, aber hey. Besser haben als brauchen, ne? Sorry, immer du. Was ist das hier noch? Mac Dietrich, die nehmen wir doch auch mit. Solange keiner meckert. So, dann mal drin hier. Du. Du. Wurfballblocker. Wir machen mal die Tür wieder zu und machen uns dann mal hier dran. Ah, nee, geht nicht. Uns fehlen noch Items. Irgendwelche Textstücke hier noch zu lesen? Irgendwas Schriftliches? Nope. Gehen wir erstmal nach oben. Erstmal umsehen. Oh, erstmal so ein schönes Fass hier. Muss auch sein, ne? Man muss doch sein kleines eigenes Alkohollager haben. Purple Frizzy Tea. Tropical Tea mit Sprudelwasser und Purple Berry Geschmack. Koffeinhaltiges Getränk. Geisterattribut plus 1. Hält 30 Sekunden extra aufgesprudelt und damit fast garantiert parasitenfrei. Oh, das klingt vertrauenserweckend, würde ich sagen. Schwere Munition. Was haben wir hier? Nichts. Düden. Pseudo-Apfelsaft. Vorgeschnittenes Brot. Wunderbar, damit es so richtig schön trocken wird. Brettnudeln. Tarmac and Cheese. Ja, immer her damit. Gut, was haben wir hier noch? Ein Terminal. Und wieder was zum Knacken, was aber noch nicht knackbar ist. Spaces Choice. Das ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommst. Spaces Choice. Wartungsabteilung Privatterminal. Willkommen, Holcomb Robert. Bitte ein Schlagwort für die Suche eingeben oder STG Alt F7 Eingabe gedrückt halten, um einen neuen Eintrag zu erstellen. So richtig schön, einfach und unkompliziert. Wie viele Finger hat denn ein Mensch? Letzte Suche öffnen. Letzte Suche Indumati. Suche läuft. Zwei Einträge gefunden. Erster Eintrag. Indumati hat heute Edgewater verlassen. Sie wurde auf Terra 1 versetzt. Ich habe sie auf der Plattform zum Abschied geküsst und sie gefragt, ob sie sich je wiedersehen würde. Wir wüssten beide, dass die Antwort Nein lautet. Schau nach oben und denk an mich. Ich werde auch nach oben blicken und an dich denken. Transkript Anmerkung von Idumati. Robert, Sie haben nicht zugelassen, dass ich Sie behalte, aber ich weiß, dass du sie liebevoll aufziehen wirst. Vielleicht sogar liebevoller, als es die Zeit mir erlauben würde. Du bist geduldig und für andere auf eine Art und Weise da, wie ich es nicht bin. Die Firma sagt, sie hat keinen Namen, bis du ihr einen gibst. Ihr Name lautet Parvati. Man hat mir gesagt, dass ihr Geburtstag auf den Tag festgelegt wird, an dem sie dir von rechts wegen übergeben wird. Tatsächlich wurde sie am 7. Juli geboren. Lass sie fühlen, dass sie etwas Besonderes ist, auch wenn ich es nicht kann. Es hat ihr gefallen, wenn ich ihr vorgesungen habe. Nur dann hat sie aufgehört zu weinen. Idumati. Zurück zum Stammverzeichnis. Handbuch zum Weltraummaschinenbau. Suche läuft.
Einen Eintrag gefunden. Letzten Eintrag öffnen. Gestern Abend habe ich mir das Handbuch zum Weltraummaschinenbau durchgelesen. Fast hätte ich es aus reiner Gewohnheit laut vorgelesen. Es ist 10 Jahre her und trotzdem kenne ich ganze Teile davon auswendig. Ich werde den nächsten Band wohl mit zur Arbeit in der Konservenfabrik nehmen. Dort ist ein Büro, das nicht genutzt wird, in dem ich öfter zu Mittag esse. Ich kann genauso gut alles nochmal lesen. Okay. Bitmodule, gönn mir noch ein bisschen Bier. Überbrückungskontakt noch ein. Ja, solange es alles erlaubt ist, kein Problem. Ich sackel alles ein, was geht, würde ich sagen. So, was ist hier noch los? Noch ein Überbrückungskontakt. Schöne Blümchen. Sonst scheint hier nichts drin zu sein. Dann gehen wir mal hier nochmal gucken. Bums. Ach, endlich wieder eine Toilette, wa? Schön. Oh Gott, was für Lokus-Dinger, ey, wie das aussieht. Wofür ist diese Klappe davor? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es lieber nicht wissen. Ah, guck mal hier, Terrasse. Hier wird gedaddelt, geraucht. Und Energiezellen werden aufbewahrt. Oh, da fliegt ein Vogel weg. Edgewater. Gut, dann gehen wir mal rein und runter und versuchen mal den Mechaniker dieser Werkstatt zu finden. Also sieht sehr nach einer Werkstatt aus, ne? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es eine ist. Okay, da war einfach gar keiner drin. Das kam jetzt überraschend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Haus komplett leer ist, aber es ist aktuell komplett leer. Hier können wir nicht rein. Das sieht verdächtig aus hier hinten. Ein Merk-Dietrich, leichte Munition, schwere Munition. Oh, noch ein Merk-Dietrich. Noch einer, noch einer. Und hier gepresster Müll. Lecker. Mit den gefundenen Merk-Dietrichen sollten wir hier drinnen jetzt den einen Safe aufkriegen, der gerade eben noch nicht aufging. Hier. Knacken. 4 Sekunden. Kriminelle Handlungen. Einbruch, Schlossknacken, Hacken und Mord werden allgemein als illegale Aktivitäten angesehen. Wenn du die resultierenden Konsequenzen vermeiden möchtest, solltest du währenddessen nicht gesehen werden. Okay. Hat ja keiner gesehen, oder? Nein. Ist doch nichts passiert. Alles entspannt. Ich habe doch nur eine Kiste geöffnet. Ganz normale Dinge, die man so tut. Moin, da stehen doch schon die Wachen. Hallo. Naben. Just between us, Wilson deserted, lost his nerve, ran off in the thick of night. Hmm. You're kidding me? Damn. Always thought he was made of sterner stuff. I think he was plagued. Guess he didn't want to die in the sick house. Plagued? Ah, shit. I had some of his salt tuna. Na, dann hoffe ich mal nicht, dass du krank wirst. Also hier ist Krankwerden echt ein Problem. Wenn du hier krank wirst, kannst du im Grunde dein Testament schon machen. So, in die beiden Häuser kommen wir nicht rein. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Übergang zur Region Emerald Vale. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Da geht's in die Fabrik. Saltuna Cannery. Emerald Vale. Auf Terra 2. Hier wird der Fisch in die Dose gedrückt. Saltuna Cannery. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch nicht rein, weil wir noch hier ein bisschen was zu entdecken haben. Hier gehen wir erst zum Schluss rein. Wir gucken uns erstmal wirklich in dem Rest der Stadt um. Edgewater. Sie sieht zwielichtig aus. Esther Blaine. Hallo Esther. I've got some time. Ja, das ist doch schön. Und was treibst du hier so, Esther? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Oh, okay. Dann lass ich dich mal zufrieden. Dann viel Spaß noch mit deiner Arbeit, ne? Jo. Klingt aufregend, total spannend und so. So, was war das jetzt hier für ein Gebäude? War ich hier schon drin? Nö. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Okay, Martin ist ein bisschen fertig. Hi, Martin. Whoa, did Mr. Thompson send you?
Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow, bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Okay, immer mit der Ruhe. Mr. Thompson hat mich nicht geschickt. Ich habe gehört, Wahrnehmung. Willst du mir verraten, was dich so nervös macht? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Nö, du bist also Martin Abernathy? What? No. I mean, I might be. Depends on who's asking. Okay, ich suche nicht nach Streit. Ich bin nur hier, um deine Grabgebühren einzutreiben, ne? Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Was weiß der Lügen? Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis bewahren könntest? Wir versuchen es mal mit Lügen. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Okay. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave and now he wants to charge me for the other one. Tut mir leid, das zu hören. Du bist paranoid. Das ist sicher alles sehr tragisch und herzzerreißend. Bezahl mich einfach, damit ich von hier verschwinden kann. Wir versuchen ihm ein bisschen davon zu überzeugen, dass er paranoid ist. Ihm geht's gut. I am? Law, help me. Ah, scheiße. Oh, das ist jetzt ein Problem. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Wie kann ich dir denn helfen? Wieso bin ich deiner Meinung nach denn freischaffend? Oh, hey, I'm sorry. I didn't mean nothing by it. Nö, alles gut, ich hat mich jetzt nur interessiert. Was soll ich denn machen? Wieso sollte ich beleidigt sein? Wir machen mal weiter. It's just you ain't one of us. A spacer, I mean. Stands to reason you got no company looking after you. Not your fault though. Even freelancers gotta eat. And if that means they must scratch some bits out of odd jobs, who am I to judge them? At least you're not a deserter. Das ist korrekt. Ich schätze, das ist fair. So does that mean you're for hire? I could use the help if you could use the work. Jo, erzähl doch mal, was kann ich dir für dich tun? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in. Nab that medicine and bring it back to me. Nicht so schnell. Ich hab mal ein paar Fragen. I'll do what I can. Wieso kannst du nicht einfach Selbstmedizin kaufen? I tried medicating myself with Adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Okay. Mit anderen Worten, der Konzern behandelt dich nicht, weil du bereits krank bist. More like the company won't treat me, because I'm not healthy enough. Okay. Ich vermute, dass dort Wachen sind. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Okay. Was kannst du mir über diese Plünderer erzählen? I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Okay. Ich habe genug gehört. So you'll do it then? Ja, wieso denn nicht? Mach ich. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh Lord, it's in my spleen now. I can feel it. My spleen! gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungszentrum wissen sollte? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, mir zu vertrauen, das ist dir klar. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Dann lass ich dich mal zufrieden und ich guck, dass ich den Kram finde, ne? So woken wir das, du. So woken wir das. Okay, hat er hier sonst noch... Oh. Doch, schrei der Horn! Ja, Horn ist so gut, wir hören dich doch. Ist doch alles gut. Ja.
Ihr Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle wieder einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich viel mehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.